Ich erwachte auf nacktem Fels. Die Luft war trocken und warm. Links und rechts von mir blakten Fackeln. Ich lag in einer Höhle, die offenbar Teil eines größeren Labyrinthsystems war, denn an das Gewölbe, in dem ich mich befand, schlossen sich weitere Kammern an. Aus einer von ihnen drangen Stimmen herüber. Diablita? Sprach sie mit Hector de Valois? Ich erhob mich und schlich näher. Hast du etwa Mitleid? Baphomet wird entscheiden, was mit ihm passiert. Ich empfehle mich, meine Königin, für heute. Aber ich komme wieder. Ah. Engländer, wie lange bist du schon wach? Hast du Sorge, ich könnte dein Gespräch mit Hector de Valois belauscht haben? Du hast dich verhört. De Valois ist vor ein paar Stunden abgereist. So habe ich endlich Zeit, mich um dich zu kümmern. Sie trat einen Schritt zur Seite und gab den Blick frei auf eine rustikale Bettstatt, auf deren Strohmatratze eine schmutzige Decke lag. Komm näher, Engländer. Sie öffnete die Brosche und das blaue Gewand fiel zu Boden. Und hol dir ab, was dir gehört. Danke, danke, kein Interesse. Du verspottest mich? Nein, aber... Zwei der Fackeln an den Wänden hatten sich verwandelt in Gnome, die auf Diablitas Schultern sprangen und ihre Flammenpeitschen knallen ließen. Willst du mich etwa zwingen? Wer sollte mich daran hindern, Engländer? Entweder du tust, was ich dir sage, oder... Oder deine Diener töten mich? Das glaube ich kaum. Dafür bist du zu neugierig. Du willst wissen, wer ich bin und wie ich den Ritter Gérard de Besancon besiegen konnte. Du bist wirklich ein besonderer Mann, Engländer. Wenn du klug bist... wird Baphomet dich vielleicht verschonen. Ist das dein Plan? Mich ins Bett zu locken und dann Baphomet zum Fraß vorzuwerfen? Du hast recht. Ich möchte einiges über dich erfahren. Und du möchtest bestimmt deine Zauberwaffen zurückhaben. Oder? Wo sind sie? Der Boomerang war noch auf der Kampfbahn verschwunden. Genauso wie Hector de Valois. Was nicht hieß, dass er ihn an sich genommen hatte. Ich gebe sie dir zurück. Unter einer Bedingung. Und die lautet?